Ja, guten Morgen zu einem weiteren Video vom Zentrum für Yoga aus der Reihe Psychosomatik. Ich bin Markus, Heilpraktiker, Dozent für Yoga und Naturheilverfahren, Autor verschiedener Bücher. Und es geht heute um den Kropf. Kropf ist eine Verdickung des Halses nach außen, meist sichtbar und kommt aufgrund einer Problematik der Schilddrüse. Zum Beispiel arbeitet die Schilddrüsenzelle nicht richtig und dann sagt der Körper, ja, wir brauchen dann mehr Hormone von der Schilddrüse, wir müssen also mehr Zellen hinbauen, dass insgesamt mehr produziert wird und dadurch wird die Schilddrüse größer und das nennt man dann einen Kropf. In der Psychosomatik würde man sagen, das ist ein dicker Hals. Warum hat man einen dicken Hals? Nun, zum einen kriegt man vielleicht den Hals nicht voll oder man nimmt etwas auf, will es emotional runterschlucken, aber dann bleibt es im Hals stecken und tut dort Dinge verrichten, anrichten, die nicht gut sind. Oder man nimmt immer wieder auf und kann es nicht runterschlucken, dass es vielleicht der Magen verarbeiten kann. Man kann es aber auch nicht rauskotzen, dass es weg ist. Sondern so wie eine vielleicht mangelnde Entscheidungsfähigkeit, schlucke ich es runter oder breche ich es raus, kotze ich es raus oder scheiße ich den anderen zusammen. Lasse ich das raus oder nehme ich es auf und knabber dran. Und da geht es nicht rauf, geht nicht runter. Und in der Anthroposophie haben wir hier auch so das Denken in dem Halsbereich. Und vielleicht muss man ewig über Dinge nachdenken, kann sie nicht loslassen, man will sie aber auch nicht verarbeiten. Und dann bleibt es liegen. Und jeder Mensch kennt den Begriff, einen dicken Hals haben, wenn die Wut hochkocht und dann spannt man das Ganze an. Ja, dann guckt man, was kann man nicht runterschlucken. Was kann aber auch nicht loslassen? Wo weiß man nicht, was zu tun ist? Wo kann man vielleicht gefühlt nichts tun? Vielleicht muss man einfach mehr schlucken, dass es runtergeht, die Magensäure vielleicht mehr Kraft hat, das Thema zu verarbeiten. Oder man sagt mal seine Meinung und dann ist das Thema vielleicht gegessen. In der Yoga-Philosophie und Energetik haben wir das Kehlchakra, Halschakra. Das reinigende Chakra, Themen, die verstopfen, verschlacken, die eben im Hals stecken bleiben, die man nicht verarbeiten kann, sollte man langsam irgendwie mit oder ohne Hilfe angehen. Sich mitteilen, sich ausdrücken, sonst bleiben die Dinge im Hals stecken. Vielleicht hat man so den Impuls, ich muss das jetzt sagen, jetzt mache ich es, aber dann spannt man an und dann bleibt das Thema unausgesprochen im Hals stecken. Der Halsstarrige kann das auch nicht, der macht so einen dicken Hals bewusst und will mit dem Kopf durch die Wand. Dazu muss er den Hals dicker machen, fester, stabiler, aber eben krankhaft stabil. Schwellung ist immer eine Ansammlung, egal eine gutartige, bösartige Schwellung, ist immer eine Ansammlung von etwas seelisch-geistigem aus Sicht der Psychosomatik. Und hier könnte man gucken, was sammelt man an, was hält man fest, was lässt man nicht los. Ich sage wieder vielen Dank vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken. Gerne abonniert meinen YouTube-Kanal, wenn ihr Menschen kennt, die die Videos bräuchten, die davon profitieren können, was mitnehmen können. Teilt sie gerne. Empfehlt meinen Kanal weiter und schaut auch gerne auf meine Website www.kraftundenergie.com. Alles rund um die Themen Yoga, Leben und Gesundheit. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.